Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force 2. Und im letzten Part ist ziemlich viel abgegangen. Gio hat jetzt so eine kleine Krise, auch zu Recht. Und Luna wurde entführt von Hyde. Und Hyde möchte, dass wir nach Wildfire kommen, um überhaupt eine Chance zu bekommen, sie zu retten. Und wir haben keine andere Wahl. Wir machen das am besten. Wir werden bestimmt eine... Der Führer! Was macht der Führer denn hier? Moment, der Führer hat kurz Priorität. Vielleicht kann er uns helfen. Der hat ja schließlich damals auch die drei Stämme ausgelöscht, wie er meinte. Guten Tag, Kamerad! Wenn ihr zum ersten Mal zu Besuch sind und der Wimmel ertingen, zögert sie bitte nicht, um mich zu fragen. Frage dich, der Führer! Ich stehe Ihnen sehr gerne zur Verfügung als Führer. War nicht bei der Wichser auch so ein Zitat? Ich könnte mich Ihnen als Führer anbieten. Okay, keine Quests. Nichts, was uns ablenkt. Doch, eine Quest, aber komm, wir machen jetzt mal den Plot. Das ist jetzt ein bisschen wichtiger, glaube ich. Herr Kleiner, der Typ mit dem Drehbuch ist da vorne. Es ist so gefährlich für dich, ihm so gegenüberzutreten. Du musst es vor einen Kampf einpulsen. Na gut, dann gehen wir als Mega Man rein. Da unten ist es ja kürzer. Um die Quest kümmern wir uns danach. Obwohl, die können wir auf dem Weg ein... Ach komm, wir machen jetzt den Plot erstmal. Das hat jetzt ein bisschen Priorität, erstmal hier die ganze Welt oder erstmal Luna zu retten, danach die ganze Welt. Und keine Ahnung, was mit unseren restlichen Freunden passiert sind, ob die jetzt einfach so tot sind oder so. Das wäre natürlich ziemlich krass für einen Plot, wenn die jetzt einfach tot sind. Das wäre so krass. Das wäre so ein krass konsequenter Plot, aber na gut, das kann man natürlich nicht bringen, aber wer weiß, vielleicht ist man doch so hart. Und ja, wir haben es jetzt mit neuen Gegnern zu tun. Doppelt löschen. Double Kill. Ja, das gibt es natürlich auch, dass dann an älteren Orten dann trotzdem mal neue Gegner erscheinen. Und tschüss. Oh, wir bekommen Vulkan 2. Das kommt auch natürlich rein. Da würde ich gerne noch so eine Sternchenkarte von haben. Was, ich habe Kenzer Bubble nicht reingetan. Ach so. Moment mal, kann ich das theoretisch mehrmals reintun? Überlege ich mal kurz. Was mache ich dafür dann raus? Überlege ich das mal kurz, ob das theoretisch möglich wäre. Ich mach mal diesen Zoom-Karten raus. Ne, man darf doch nicht zweimal die gleichen. Na gut. Aber ich kann dafür einen zweiten Vulkan noch reinmachen. Okay, rein da. Rein ins Kino. Okay, was hat der Arsch hier für uns vorbereitet? Na gut, wir müssen erstmal jetzt den schwierigeren Weg nach oben nehmen. Und auch hier erwarten uns wieder ganz andere Gegner. Hier wäre jetzt eigentlich Wasser am besten. Ja, so machen wir das. So, tschüss. Gesagt auch noch, bei diesen Attacken, die den Bildschirm verdunkeln, kann man nicht kontern. Also es ist unmöglich, einen Konter damit zu landen. Das ist so ein kleiner Nachteil daran, aber dafür kann man halt, leichter mit angreifen und oft sind die auch ein bisschen stärker. Oh, und Feuerring 2. Cool. Hat eine Stärke von 60. Ja, jetzt langsam können wir unsere Karten mal auswechseln. Ich glaube, Sense mache ich doch mal wieder ein paar raus. Weil drei Stück sind davon doch so viel. So mega stark sind die nämlich doch nicht, habe ich gemerkt. Aber ich vermisse hier langsam echt solche... obwohl das... Ja, doch, ich mach's so. Ich warte dann einfach... So, darauf habe ich gewartet, bis das Viech da ganz oben ist. Denn so kann ich jetzt beide treffen. Der wird gewone-hittet und der ist in seiner Blase eingesperrt. Und so, nice. Willkommen nochmal, Feuerring 2. Werde ich dann auch gleich nochmal reintun. Aber uns erwarten ja noch weitere Kämpfe. Oh, hier so ein paar Riesengegner von früher. Na gut. So. Obwohl ich jetzt da auch nicht viel Verwendung drin sehe, ist davon nochmal welche zu nutzen. Komm her. So. Sehr schön. Oh, wir bekommen... Oh, cool. Können wir zwar nicht mehr viel mit anfangen, aber es ist halt eine seltene Karte. Obwohl wir die auch schon mal hatten, fällt mir gerade ein. Kaufen, 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 frische Waren. Du hast tatsächlich was, was mich interessiert. So. Das wollte ich ja eh noch nachträglich kaufen. Okay. 500 KP, damit werden wir nun Dark Phantom gegenüberstehen. Nur wir haben ihn schon mal besiegt. Was will er gegen uns machen überhaupt?
Na gut, aber diesmal hat er ja Luna noch dabei. Vielleicht hat er sich ja irgendwas ausgeheckt. Hat ihn in irgendeine Falle gelockt oder... Oder der will einen Geisel austauscht. Luna gegen das OOP-Art oder so. Was ich am meisten glauben würde sogar. Oder was ganz anderes. Ich werde mal kurz die, hier noch ein paar Karten dann reinmachen. Dann hier die Dinger hier. Ich glaube, ich mache die Plasma ganz auch wieder raus, weil die habe ich ja nur einmal reingemacht, um was gegen Yeti Blizzard machen zu können. Wo sind die denn? Hier, die Plasma Gun 1, die brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir dafür noch, was machen wir dafür noch rein? Sind das nicht so die geilsten Karten? Ah, hier so ein Angriffspendel. Und dann brauchen wir auch die Sternkarte nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr, dafür machen wir rein. Okay, welche Sternkarte? Bringt uns auch nichts mehr. Aber was machen wir rein, Mann? Hatte ich nicht, nee, ist jetzt auch nicht so besonders. Dann nehmen wir nochmal ein Wohut rein. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie damit anzufangen. Ja, ach komm, lassen wir einfach so. Wir werden ja noch jetzt viele neue Karten bekommen, weil Plot. Da sind sie! Ah, da wo wir auch zum ersten Mal getroffen haben, dieser Gestalt. Chris! Endlich seid ihr hier! Jetzt sind alle Akteure an ihrem Platz. Dann soll die Show jetzt unverzüglich beginnen. Tretet vor, Moriana, ihr alten Krieger. Was? Moriana? Okay. Alte Krieger? Pass auf, das ist eine seltsame Frequenz. Okay, die hat er beim letzten Mal nicht gehabt. Mega Man, komm schon her, wenn du dich traust. Halt durch, Priest. Na gut, dann müssen wir die alle wegbashen. Aber wir haben ja starke Karten und das sollte kein Problem sein. Und 500 KP, das ist ja schon fast einem Boss ehrenwürdig, dem ja auch schon mittlerweile so viel. Nee, eben wirklich. Egal. Ich habe keinen Bock, mal meine Sätze selbst zu korrigieren. Das bringt, das macht auch nicht. Das ergibt auch keinen Sinn. So. Dann sind die beiden schon mal... Hä? Ach, das... Wie? Warum zählt das auch als Gegner? Das ist doch sinnlos, ey. Ach, stehen bei solchen Attacken werden die ja auch dann irgendwie als Objekt oder Gegner gewertet. Das ist, was total dumm ist. Ach, verdammt, der war noch ein bisschen schneller. Und dann noch ein bisschen Schaden zugefügt. Ah, schade. Na los, Kleiner. Wellenkampf, los geht's. Okay, Moriana, zwei Stück. Das sind schon, das sind interessante Gegner. Man sieht schon, die haben 180 KP. Das sind schon fast so kleine Mini-Bosse, könnte man sagen. Man nimmt erstmal das. Und das. Hä? Wie konnte er sich befreien? Ach, und verteidigen können die sich auch noch. Stimmt. Komm, bleib so stehen. Nice. So. Gut. Doppelt löschen. Ah, ich krieg aber nichts. Auf ihre Karte gehofft. Gut, weiter so, Kleiner. Die Karte ist bestimmt nicht schlecht von denen. Noch einmal. Ach, einmal noch, Kleiner. Wellenkampf, los geht's. Oh, es ist auch noch ein Obermacker dabei. Na gut. Na, machen wir es mal so. Da kommt gleich mal an, ja, einer. Ach, ey, die haben es so vorausgesehen, ne? Okay, der ist schon mal ein bisschen geschwächt. Da ist jetzt auch das Angriffspanel ziemlich stark damit. Vor allem, wenn wir diese Kanonen noch benutzen, zum Beispiel diese. Ist natürlich dann besonders stark. So, du Arsch! Du verdammter Arsch! Ich hätte so mega viel Schaden rausgehauen, ne? Interessante Gegner. Also solche Krieger, die können halt Schild benutzen, können Laser schießen. Ziemlich stark. So, nimm das und der hat mich doch gekontert. Hat er gerade 100 Schaden gemacht? Mach weiter. Habe ich gerade richtig gesehen? Ich speichere mal lieber. Man weiß ja nie bei denen hier. Okay, noch weitere drei Stück. Und dann noch Dark Phantom nochmal. Das sind keine normalen Kämpfer. Da kommen sie. Halt die Augen offen, Kleiner. Kravum.
Hm? Ah! Mega? Gib mir deinen Körper. Diese Stimme. Nein, nicht schon wieder. Das sind sie. Mein Magen knurrt. Dann isst schnell den Apfel. Das ist gar nicht gut. Wieder die Saiyajin-Aura? Oh, tatsächlich. Ja! Unser Stamm wurde vernichtet. Ja, von Hitler, ich weiß. Ja! Okay, was war das denn? Was war das? Mein Körper hat sich gerade von selbst bewegt. Es war so, als wäre ich nicht mehr ich selbst. Wie ich es mir dachte, das war die Macht des OOP-Arts. Die Macht des OOP-Arts? Wir sind erledigt, Kleiner. Es ist sogar für mich viel zu stark. Nicht jetzt. Der Mann wird uns auch nicht weiterhelfen. Lass uns einfach in Bewegung bleiben. Okay, jetzt wahrscheinlich nochmal Dark Phantom. Krieg's voll aufs Maul. Endlich bist du da. Genau wie, das ist ein Wort. Genau wie es im Drehbuch steht. Der hat natürlich alles geplant. Gib mir Pris zurück. Aber gerne doch. Ich frage mich nur, wie sie wohl darüber denkt. Warum fragst du sie nicht einfach mal? Wie, einfach so? Pris, was ist denn mit dir? Okay, die war jetzt gar nicht bewusstlos oder kann er die jetzt irgendwie steuern oder was? Der konnte die auch irgendwie auf Knopfdruck, sag ich mal, bewusstlos machen. Pris? Oh, auf Yuka. Die gibt's auch noch. Aus dem ersten Teil. Was zur? Oh nein, nicht schon wieder. Ich kann schon mal sagen, das ist jetzt auch der letzte Boss vom ersten Teil, der zurückgekehrt ist. Es gibt einen optionalen Boss noch, den man aus dem ersten Teil kennt, aber das ist jetzt der letzte in der Story. Danach wird es keine recycelten Bosse mehr geben. Das sage ich jetzt nur schon mal vorab. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist Ofyuka. Ofyuka? Please, oh nein. Ja, und sie hat sich damit verwandelt. Sieht mir eher nach Oya aus. Das ist nicht möglich. Wie kann sie sich wieder in sich verwandeln? Was ist nun? Willst du kämpfen, Mega Man? Das warst du. Was hast du mit ihr angestellt? Das ist... Was? Das ist doch nicht so schlimm. Warum ist da ein Punkt? Das ist doch nicht so schlimm. Sie hatte eine interessante Erinnerung in sich versteckt. Ich habe sie ihr nur entlockt. Dann hast du also Boot in Taurus Feuer verwandelt, stimmt's? Ich bin mir da nicht so sicher. Kann ich nicht an den Namen erinnern. Ach, er war dann daran schuld. Das war jetzt nicht nur so, irgendwie weil... Ja, irgendwie weil noch ein Teil von ihm da drin steckte. Das hat er auch angerichtet. Ja, langsam fange ich an, diesen Kerl zu hassen. Jetzt erst? Ich habe keinen Schimmer von Drehbüchern. Aber dafür weiß ich, dass mir seine eingebildete Art auf den Zeiger geht. Chris, wach auf! Du bist nicht wirklich du selbst. Spar dir deinen Atem. Sie wird nicht aufwachen. Arme Chris, warum passiert das ausgerechnet dir? Warum möchtest du nur wissen? Nun, es ist alles nur deine Schuld, Mega Man. Wenn du einen besseren Helden abgegeben hättest, hätte die arme Heldin vielleicht nicht so enden müssen. Oh, das war fies. Das war sehr fies. Da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Tut mir leid, Priest. Ich bin völlig wertlos. Das ist alles meine Schuld. Nun, auf in den Kampf. Und zu einem herzzerreißenden Finale. Mach dich bereit, Kleiner. Komm schon, Priest. Bitte wach auf. Mir ist egal, was mit mir geschieht. Verwandle dich nur wieder in Priest. Okay, Bosskampf. Gegen Queen of Yuka. Okay, wir machen dich kaputt. Müssen wir ja leider. 1000 KP hatte ich. Ich glaube, das ist ein bisschen weniger, als sie damals hatte. So, ich habe mal so ein bisschen... Ja, die kämpft ja genauso wie damals. Obwohl, aber auch Taurus Feier hatte so einen Move, der war... Ah, verdammt. Der war, glaube ich, auch neu. Die ist vom Typ Pflanze, meine ich, ne? Dann dürfen die nämlich eine Schwäche gegen Feuer haben. Oh, nice.
Jetzt ist sie kurz verwundet. So. Ketzerwabbel. Greif an. So. Ist gut. Ja, die recycelten Bosse sind auch nicht so mega stark. Die wurden ein bisschen abgeschwächt, glaube ich. Also die haben ein bisschen weniger KP zum Beispiel. Obwohl dieser Schlangenangriff, glaube ich, viel schneller ist als damals. Also es gibt ein paar Aspekte, die wurden verstärkt, aber auch ein paar andere, die dann ein bisschen abgeschwächt wurden. Obwohl, nee, Taurus Fire ist auch ein bisschen stärker. Wenn ich gerade mal an die KP-Zahl denke, das war doch deutlich mehr als damals. Und vor allem später wird er noch stärker. Ah, verdammt, ich wollte gerade mal einen Angriff machen, aber die war zu schnell. Und ich sollte nicht so viel Schaden hier passieren, das ist nicht gut. Und ich kann die Schlangen nicht mehr kaputt machen. Die ist deutlich schwerer als damals. Ach, verdammt. So, nice. Aber das war's mit dir. Oh, wir bekommen die Karte von ihr. Wie geil. Ich glaube sogar, man bekommt dann immer die Karten. Kann das sein? Weil das war jetzt ein Level 3-Sieg. Und ja, aber cool. Das ist geil. Priest. Oh. Mega Man? Gott sei Dank, dir geht es gut. Mega Man, was ist denn mit dir passiert? Wurdest du verprügelt? Ja, von dir. Ehrlich gesagt, hat er sich die Wunden zugezogen, als er dich retten wollte. Er wollte es vermeiden, dir weh zu tun. Deshalb hat er seine wahre Macht in den Kampf zurückgehalten. Ja, okay, das war der Grund, deswegen habe ich so viel Schaden erlitten. Genau. Stimmt doch, Mega Man. Stimmt das? Oh, mir gefällt dieses Drehbuch nicht. Aber sei es drum. Oh. 6 Stück. Egal wie sehr du auch improvisieren magst, die Handlung des Drehbuchs ist in Stein gemeißelt. An dieser Stelle entschlafen der Held und die Heldin für immer. Was für ein wunderbar herzzerreißendes Finale. Bleib hinten, Praise. Dieses Mal werde ich dich beschützen. Aber du bist verletzt. Das geht schon. Das ist genau das, was mein Vater tun würde. Was? Ich wollte schon immer so sein wie er. Und endlich verstehe ich, warum. Der Grund ist, Papst hat den Leuten das Gefühl gegeben, sie können tapfer sein. Papst war ein echter Held. Ugh. Ich kriege das schon hin, Praise. Nein, Praise. Du hast gesagt, ich sei ein Held. Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein Held, so wie mein Papst sein kann. Aber alle um mich herum geben mir das Gefühl, ich könnte tapfer sein. Das ist das. Das ist das, was mein Vater tun würde. Mega Man. Hm? Da! Nein, wir wurden doch umgehauen. Schon wieder? Mega Man, dich so zu sehen. Nein. Deine Worte haben mich echt berührt. Das ist ja genau wie in mein Drehbuch. Jetzt brauche ich nur noch das OP-Art und... Hm? Wohl, er lebt doch noch. Er steht auf. Ich werde dir zeigen, wie man diese Macht einsetzt. Hm? Was? Mega Man! Was ist das denn? Super Saiyajin! Ah! Oh, die sind weg. Schon wieder. Geil. Was zur... Ich wurde besiegt! Aber wie? Was sehe ich hier? Hurra! Los, Mega Man! Hm? Mega Man? Okay, wir sind nicht mehr wir selbst. Warum siehst du mich so an? Jetzt verstehe ich. Es ist so, wie Lady Vega gesagt hat. Das passiert also, wenn Schwache das OP-Art benutzen. Was machst du denn? Lass das! Er kann es nicht steuern und verliert sich dabei, es doch zu versuchen. Er kann nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden. Nein, nein, nein! Ah! Ah! Praise, bitte verschwinde von hier! Warum?
Ja, weil er dich fast umbringt. Verschwinde, ich habe keine Kontrolle darüber. Ich will dich nicht verletzen. Ja, bitte verschwinde. Ja. Oh, ach Mann, ich hab keinen Bock noch mehr zu schreien. Ah! Verschwinden? Sofort! Ah! Kommt nicht in Frage. Ich verschwinde nicht. Denn du hast mir gezeigt, wie man mutig ist. Grrr! Deshalb werde ich für dich tapfer sein. Oh, und schon wieder diese ganzen Saiyajin-Auren, die keinen Besitzer haben. Ich werde deinen Körper nehmen. Unser Stamm wurde vernichtet von Hitler. Nein, es war nicht Hitler. Er hat gelogen. Das ist schlimm. Die alte Macht wird uns vernichten. Ich kann nicht mehr. Das ist so viel für mich. Gio. Diese Stimme. Okay, die ist irgendwie in unsere Vision, sag ich mal, eingedrungen. Gib nicht auf, ich bin für dich da. Du musst stark sein. Das ist so... Mega Man! Chris, du musst von hier verschwinden. Ich will dich nicht verletzen. Ich werde nicht gehen. Ich werde genauso tapfer sein wie du. Ich werde bis zum bitteren Ende kämpfen. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Oh. Bruderbund, also das Symbol dafür. Mega Man, please, du hast mir Macht gegeben. Die Macht des Konix. Ah! Oh, diese geile Musik, das Main-Theme von Mega Man Star Force. Gio! Ah! Was zur Hölle? Das steht nicht in meinem Drehbuch! Oh, ich liebe diese Musik. Was ist das? Okay, wir haben zwar nicht mal unsere Drachenform von damals gehabt, aber dafür was noch mächtigeres, wie es scheint. Das kann nicht sein! Diese Gestalt ist... Circa! Was ist los? Mega Man! Boah, wir sehen richtig cool aus. Das OOP-Art hat sich beruhigt. Ich kann es fühlen. Tief in mir drin. Chris, du hast mir die Kraft gegeben, es zu kontrollieren. Das ist die wahre Macht des Konix. Vortreten, Moriana! Ergreift! Nein! Tötet ihn! Mein Papst, es stimmt, was er gesagt hat. Wichtig ist vor allem, für andere tapfer zu sein. Boah, Mann, ich liebe diese Cutscene. Und dann wird dein Konix sogar noch stärker sein. Jetzt ist es an der Zeit, diese neue Macht zu testen. Diese neue Macht, die stärker ist als die alte Macht. Die Macht des Konix, die neue alte Macht. Okay, wie sieht das aus? Hey Kleiner, ich muss dir etwas über seine Macht erzählen, sagen. Warte, Mega, du weißt etwas darüber? Nein, das OOP-Art in mir sagt mir, was los ist. Oh, jetzt sieht man das schon. Guckt mal. Unsere Elektroattacken sind nur noch stärker geworden. Ist vor allem bei dem Elektroauge ziemlich stark, bei dem Volt-Auge, weil das ja mehrmals trifft. Das OOP-Art in mir sagt mir, was los ist. Ich verstehe. Okay, dann sag mir, wie es geht. Gut, beruhig dich. Zuerst die Zug-Kombo. Mit dieser Kombo kannst du alle Karten in einen Zug benutzen. In einen durch benutzen. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Das ist krass. Normalerweise drückst du bei jeder Karte den A-Knopf, richtig? Aber bei der Zug-Kombo hältst du den A-Knopf gedrückt. Die Leiste links unten auf den Topscreen füllt sich auf. Wenn du den A-Knopf loslässt, greifst du an. Es werden nur die auf der Leiste erreichten Karten einbezogen. Damit der Kampf gut läuft, schließt die Zug-Kombo nur Standardkarten ein, die den Bildschirm nicht verdunkeln. Ja, genau, das ist auch wieder so ein kleiner Nachteil von diesen Karten. Und eine Sache darfst du nicht vergessen. Du musst Gegner auf Distanz ausschalten, um sie angreifen zu können. Achte darauf, wohin du zielst, bevor du angreifst. Also man kann auch nicht dieses Anvisieren machen, wie es scheint. Außerdem steigt deine Angriffskraft um 20, wenn du eine Elementarkarte oder als Donnerzerker benutzt. Ja, als Zerker haben wir jetzt allgemein das Donnerelement ziemlich stark vertreten. Du kannst sogar Karten auswählen, die an der Seite aufgeführt werden. Das ist natürlich episch. Dein geladener Schuss wird zum lebenden Donnerschlag. Das ist jetzt auch geil. Unser normaler aufgeladener Schuss kann jetzt auch noch leben. Danke, Mega.
Jetzt liegt es an mir. Okay, das will ich mal kurz ausprobieren. Habe ich das richtig verstanden? Den A-Knopf gedrückt halten? Das habe ich mir noch nicht so richtig gescheckt. Aber na gut, machen wir die mal fertig. So. Ach, jetzt sehe ich das. Ja, genau, ich sehe das. Die ist gerade so aufgeladen. Da muss ich mal Taurus Haya. Danach kann ich mal. Da hat das gerade gesehen, die kommt mal so aufladen. Aber ich habe den Effekt noch nicht so richtig gesehen. Ich glaube, dafür hätte ich jetzt mehrere Karten nutzen müssen. So, nimm das. Und dadurch wurde er gelähmt. Das will ich jetzt mal so testen. Dann lade ich jetzt mal beide auf. So. Und nimm das. So. Und ich will mal gerne einen Konter erreichen, weil ich glaube, da kriegen sie so eine richtige krasse Ulti-Mega-Attacke, sowas. Und. Ja, doch, tatsächlich werden dann beide hintereinander benutzt. Das ist mal geil. Das habe ich, glaube ich, damals nie benutzt, als ich das so durchgespielt habe. Klasse, fürs erste Mal hast du das OP-Art gut eingesetzt, Kleiner. Jetzt erkläre ich dir den Spezialangriff. Er heißt KBB. Connex Big Bang. Connex Big Bang? So ist es. Diese Angriffskraft ist außer Konkurrenz. Sie besteht aus einer mächtigen Explosion durch den Connex. Um den KBB einzusetzen, muss dir ein Konter gelingen. Du erhältst eine Bonuskarte, wie immer. Aber diesmal erhältst du nach dem Konter die KBB-Kampfkarte. Drücke den A-Knopf wann immer, wie immer, und schon geht's los. Um Zielen brauchst du dich nicht zu kümmern, aber nun sagen wir, du brauchst etwas Zeit, bis du es beherrschst. Außerdem hast du eine neue Fähigkeit, die du später im Fähigkeitsbildschirm einsehen kannst. Ah, okay. Wenn du sie anwendest, transformierst du dich vor einen Kampf. Das ist auch schon mal geil im Vergleich zum ersten Teil. Man kann also dauerhaft diese Form annehmen. Man muss halt nicht mal auf so eine Karte warten, man kann dich halt immer benutzen. Ich spüre diese unglaubliche Kraft. Ich glaube das nicht. Was für eine Kraft. Es ist tatsächlich die Macht der Zerker. Davon steht nichts in meinem Drehbuch. Zerker. Das ist die Stimme, die meinen Körper kontrollieren wollte. Diese Stimme. Es sind die Zerker. Ich glaube, das ist Lady Vega. Du bist hier fertig. Ach so, hallo. Wer bist du? Oh, die sind jetzt auch zum ersten Mal. Hallo? Hast du mich beobachtet? Dann hast du gesehen, wie erbärmlich diese Vorstellung war. Du bist am Ende. Er ist gefährlich. Wie kommst du darauf? Du denkst, er ist ein Zerker? Die Zerker. Sie erschufen das OOP-Art, das immense Kraft beherbergte. Und sie wurden von ihm vernichtet. Die Kraft entzog sich ihrer Kontrolle. Sie wurden von ihr verschlungen. Doch er ist anders. Er hat die Kraft, die die Zerker vernichtete, in sich aufgenommen und sich zu eigen gemacht. Er alleine hätte diese Kraft nicht bändigen können. Ja, Hollow wird auch langsam interessant. Er weiß ziemlich viel. Dafür, dass er anfangs ziemlich schweigsam war und mehr wie so ein Bodyguard nur wirkte. Aber hinter ihm scheint noch mehr zu stecken. Doch seine Freunde haben ihm geholfen. Deswegen? Der Connex, von dem er gefaselt hat? Geh jetzt. Die Zeit ist noch nicht reif für einen Kampf. Wie soll ich vor Lady Vegas Augen treten? Und tschüss. Ist er fort? Dieses Mal verschone ich dich. Doch diese Demütigung, das werde ich dir eines Tages heimzahlen. Vergiss das nie. Ja, das war es natürlich noch nicht mit Dark Phantom, denn er ist ja. Ja, der ist ja so praktisch. Man kann schon sagen, unser Antagonist, der halt am meisten gegen uns vorgeht. Zusammen mit Solo, der jetzt ja auch ein bisschen mehr in Bewegung kam. Er ist weg. Etwas später. Chris und ich eilten nach Echoberg zurück. Auf dem Weg dorthin bemerkte ich etwas. Der Connex meines Star Carriers war stärker geworden. Geil, das heißt noch mehr Fähigkeiten. Es gab nur eine Erklärung. Das, was mich mit Praise verband, war gewachsen.
Deshalb konnte ich das OP-Art kontrollieren. Papa. Auch die Worte meines Papas gaben mir Mut. Danke, Papa. Hoffentlich kann ich eines Tages so tapfer sein, wie du es warst. So verging ein Tag und am nächsten Morgen. War ein harter Tag gestern. Hey, komm schon. Du musst rüber zu Praise, erinnerst du dich? Oh, stimmt. Wir müssen uns überlegen, was wir tun wollen. Ich gehe jetzt rüber zu Praise. Und wir kriegen nochmal eine Mail, wahrscheinlich ein Tutorial nochmal. Unser Star Career hat sich jetzt etwas verändert. Was haben wir denn da bekommen? Okay, Stammforts. Also gut, Kleiner, jetzt erkläre ich dir die Macht des OP-Art. Okay, ja, das kennen wir. Genau, das kennen wir auch. Ach genau, aber pass auf, wenn du vom Element Holz erwischt wirst, verwandelst du dich in die normale Megaman-Form zurück. Ja, weil jetzt haben wir dafür auch eine kleine Schwäche bekommen, dadurch, dass wir jetzt praktisch den Elektro-Typ haben. Und dann gibt es noch die Zu-Kombo. Ja, okay, das kennen wir. Ja, das kennen wir auch alles gut. Wenn du den A-Knopf loslässt, greifst du an. Ja, es werden. Ja, okay. Okay, es gibt noch etwas, woran du denken solltest. Für Fernangriffe musst du Gegner als Heal aufschalten. Okay. Ja, okay, das kennen wir alles. Ja, okay, das waren. Ach, ups, ich wollte noch mal ganz kurz diese Fähigkeit dann anwenden. Das dürfte nämlich dann hier dieses Lichtschwert oder wie was das sein soll sein. Und unser Connex passt ja genau dafür. Ja, verwenden. Ja, unser Connex ist nochmal um 30 gestiegen. Da der von Luna eben jetzt bei 80 liegt. Na gut, da speichern wir erstmal diesen Erfolg. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mehr Elektrokarten reintun, weil das bietet sich jetzt einfach umso mehr an. Und dann werden wir im nächsten Part dann zu Praise gehen. Dann werden wir gucken, ob wir dann den Plot weitermachen oder ob ich nochmal noch ein paar Quests Ausschau halte. Und naja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann!